Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir sitzen hier immer noch nach dem Meditieren. Ich habe gerade kurz geskillt und dachte mir einmal kurz, meditieren kann ja nicht schaden. Meditieren allerdings nochmal, um die Kraft wieder zu erhalten. Axi, gut, das brauchen wir eh nicht. Aber haben ist ja bekanntlich besser als brauchen. Was ist denn hier oben? Also hier oben scheint ein Weg zu sein. Warum? Weil er im Dorf ist, okay. Wir gehen aber zu unserem Pferdchen zurück und dann den Weg zurück, den wir gekommen sind. Hoi. Das überlebe ich nicht. Gut gemacht, Fisch. Wir sind beim Pferdchen wieder. So, da sind wir wieder. Pferdchen dann steht natürlich auf dem fucking Stein. Wir können nicht draufsteigen. Warum auch nicht? Wir laufen jetzt den Weg hier runter, den wir gekommen sind. Und ignorieren diese Sackviecher. Und plötzlich spawnen natürlich 48 mal im Arsch der Heil. Sie spawnen vor uns, ich glaub's nicht. Ehre. Nein, du sollst schon Gas geben. Und der Straße bitte folgen. Dem Straßenverlauf für 5 Kilometer folgend. Was ist da denn? Ich dachte gerade, ich hätte da irgendwas Großes stehen sehen. So ein Biest oder sowas. Habe ich mich offensichtlich verguckt. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol ich das Grab zurück. Mach den fertig! Das ist deine Art, Mutant! Auge um Auge. Darauf seid ihr jetzt gekommen, weil ich was gemacht habe? Ja. Matsche hauptsächlich. So ein bisschen Fleischklumpen und ja, Schmutz am Boden habe ich wütend gemacht. Wieso? Fragt ihr? Also. Mit ja, klein gehackten Menschen kenne ich mich am besten aus, ne? Eigentlich mit klein gehackten Monstern, aber. Geralt ist es jetzt, also für Geralt ist es jetzt auch nichts Neues, mal den einen oder anderen Menschen auseinander zu basteln. Wenn die sich mal wieder asozial verhalten. Guck mal, was ist denn da unten? Servus, wir sind's, der Geralt. Ist da noch jemand? Ich würde euch gerne auseinanderhacken, wenn hier noch jemand ist. Aber hier ist niemand mehr, das ist ja schade. Lass mich raten, deren Boote sind natürlich auch leer. Ja. Ich glaube nicht, dass sie mit den drei Leuten angelegt haben, die wir gerade zackt haben. Na, so ein Bötchen braucht ja dann doch ein paar mehr Leute zum Steuern. Naja, egal. Dann verpissen wir uns wohl mal wieder. Gehen wir wieder hoch zu dem Schrott da oben. Und von dort aus dann direkt weiter. Würde ich sagen. Das war nämlich gar kein Fragezeichen, was ich machen wollte. Also stand gar nicht auf meiner Agenda drauf. Die habe ich einfach nur gerade zufällig gesehen. Ich wollte hier runter, ne? Nö. Upsi. Ich wollte gar nicht hier runter. Servus. Dann reiten wir da halt mal hoch. Da laufen schon Leute. Seid ihr freundlich gesinnt? Sonst seid ihr gleich gar nicht mehr gesinnt. Servus. Ein Onslaught-Brett. Kräuter gegen die Schafseuche. Auf unserer Insel gehen die Schafe zugrunde. Ich bin sicher, dass der Clan Dämon dahinter steckt. Mögen die Götter diese Hunde verdammen. Wer seine Herde nicht verlieren will, sollte meine spezielle Kräutermixtur kaufen und sie seinen Schafen verabreichen. Dann wird die Seuche sie verschonen. Roderick Deckhalter. Heiler gesucht. Ich suche einen Heiler für meinen Vater, Edgar Ulmquist, den ihr alle gut kennen dürftet. Sein linker Arm ist krumm geheilt. Ich suche jemanden, der ihn gerade bekommt, damit er wieder ein Schild tragen kann. Ja, nochmal berechnen und hoffen, dass er gerade ist, der Sendwex, Bruder.
Nachricht des Ältestenrates. Der Krieg zwischen Nordlingen und Schwarzen wird immer blutiger. Für die Söhne und Töchter der Insel sind dies gute Neuigkeiten. Wir werden zusehen, wie sie sich gegenseitig abschlachten. Der Rat hat entschieden, dass unser Clan sich auf keine der beiden Seiten schlagen wird, aber die Beutezüge werden wir vorwiegend gegen den Süden richten, auf die Küste Nilfgaards. Der Ältestenrat. Ein Duell um Gunnar. Hallur und Skjell begehren beide Fallgeiers Tochter Gunnar. Selbige ist bereit, den stärkeren der beiden zu nehmen, also werden sich die Verehrer bis zum ersten Blutvergießen duellieren. So will es der Ältestenrat. Okay, bis man sich auf die Fresse haut. Biete Schafschuhe. Ein Schafscherer sucht Arbeit. Ich bin der beste Scherer im Dorf. In der Zeit, die andere für einen Bock brauchen, schere ich die ganze Herde und an guten Tagen sogar noch den Schäfer und seinen Hund. Friedi. Und endlich ein fucking Auftrag. Das gestohlene Horn. Ich, Holger Schwarzhand, gebe hiermit Folgendes bekannt. Die Krieger, die bei der Schlacht von Sodden Schande über sich und ihre Familien gebracht haben, haben gezeigt, dass meine Bestrafung noch viel zu gering war. Bevor sie Anskellige verlassen haben, stahlen sie aus meiner Halle das Horn meiner Ahnen. Ich habe die Aufgabe, es zurückzuholen, meinem Vogt Matthios anvertraut. Wer ihm das Horn bringt, wird meine Großzügigkeit erfahren. Wer den feigen Dieben hilft, wird meinen Zorn zu schmecken bekommen. Ja, okay. Ist mir eigentlich komplett egal. Ist hier irgendwas... Geht hier irgendwas? Nee. Schon mal nicht. Haufen nicht erkundete Orte wahrscheinlich hinzugefügt. Er scheint ein Schmied zu sein? Nee, ist nicht okay. Okay, hier oben ist gar nichts. Spaßig. Wir laufen mal nach ganz oben kurz. Gucken, ob da irgendwas ist. Achso, ich wollte übrigens mal gucken und dann... Haben wir hier neue Fragezeichen? Nö, eigentlich nur so im Umland. Entspannt, ja. Die Inseln fahren wir mal in einen anderen Part ab. Also, nicht heute auf jeden Fall. Ich würde heute gerne eigentlich eine Quest machen. Skelligerin. Junge, das dauert mir viel zu lange. Nice. So. Nicht anhalten, Plätze. Schneller. Okay, fuck you, Plätze, du kommst hier nicht hoch. Dürfen wir hier nein? Ob der so stark ist wie er aussieht. Dürfen wir. Ehre, und hier oben sind Rüstungsschmiede. Servus. Hallo. Möchtest du mal unsere Waren sehen? Ja. Hier ist alles zu verkaufen. Waffen sollten nicht rumliegen und verstauben. True. Jedenfalls nicht, wenn jemand vorbeikommt, der sie verwenden könnte. Sirikanische Sefare, Kriegsbeile aus Mahakam, Virolidanische Kurzschwerter. Was für ein Ding? Wo habt ihr denn die ganzen Festlandsgüter her? Die hat das Meer hergegeben. Und wenn es sie nicht hergibt, hackt ihr die Hände ab, die Schwerter umklammern? Du glaubst doch nicht, dass man solche Sachen einfach bei Ebbe am Strand findet, wie Muscheln. Nee, eigentlich nicht. Wir können gegen ein Gewinn spielen, das werde ich gleich tun. Zeig mir, was du hast. Aber ich will erstmal wissen, was er uns für unsere Sachen gibt. Zu wenig. Wobei das schon ganz gut ist, muss ich sagen. Aber immer noch weniger als unser Mate. Ja, egal. Ich verkaufe mal den ganzen Mist, den ich nicht kaufe, den ich nicht brauchen kann. Gleich mal die Taschen leer halten. So, die werden sehr gute Sachen haben, genau. Das habe ich erwartet. Hat der irgendwas Sinnvolles? Die sind übel hässlich, deshalb werde ich auf keinen Fall kaufen. Assassinenhandschuhe. Nice. Der hat hier Hexerausrüstung, okay. Gut. Anfertigen will ich gerade nichts. Reparieren kann er einmal alles. So, zerlegen will ich eigentlich auch nicht. Ja. Und was bringt ihr noch so von den Raubzügen mit? Größtenteils das Übliche. Gute Weine, Seide, Wertsachen aller Art. Oh, und Frauen. Wenn wir für die keine ordentliche Verwendung haben, wer dann? Hast du von der donnernden Dörte gehört? Auch Dübelstück genannt, der Frau von Lugus dem Irren? Oder von Goldlöckchen Sansa, der zu ihrer Zeit schönsten Frau der Welt? Beide auf Raubzügen mitgenommen. Ihr seid also wirklich einfach Wikinger, nice.
Ja, was hältst du von einem Ründchen Gewind? Kleines bisschen Gewind würde ich mal. Ne, also. Ich habe Lust auf eine Partie Gewind. Würde jetzt nicht in jedem Part vorkommen, aber so ein bisschen Gewind spielen, da sehe ich mich doch. Habe ich irgendwas Nettes noch gekriegt? Nö. Ich finde gut, dass Schiele-Tankerville einfach irgendeine Pute ist mit echt wenig Angriff auf Fernkampf. Ach Gott, die gute Schiele. Starten wir mal das Spielchen. Servus, ich beginne. Ich kriege schon mal gute Karten, bis auf die beiden hier. Nice. Und ich glaube, das hat sich auch gelohnt. Ja, ich bin am Zug. Hier, gönn dir mal den. Er spielt ein Monster und wir haben direkt noch einen. Und alle haben den. Alle, gegen die ich in der letzten Zeit gespielt habe, haben den. Was richtig mies ist, weil den kann man nicht mit einer Finte auf Handzeug holen. Will er sich nicht mal einen von den beiden snacken? Nein, will er nicht, okay. Die holt nochmal drei Freunde. Oh, sogar ein paar mehr. Gut, ja, also die Runde verliere ich absichtlich, ne? Ist ja klar. Den können wir leider nicht holen, das ist sehr, sehr schade. Den können wir auch nicht wiederbeleben, das ist noch schlechter. Ich würde sagen, wir passen. Der hat echt viele Karten, sehe ich gerade. Es ist sehr schlecht, dass wir keine Eiszeit haben. Also sehr, sehr schlecht. Ja, scheiße, wir hätten eben noch eine Karte spielen können, ohne dass wir was verlieren. Mist. Habe ich dumm gespielt. Gut, ich würde sagen, wir spielen mal ganz entspannt los. Dass wir keine Eiszeit haben, ist sehr schlecht. Ich hoffe, wir kriegen eine. Ja. Spielen wir einfach mal hoch, ne? Strömender Regen. Fuck you, du Bastard, Alter. Das ist ja äußerst schlecht jetzt. Wir haben schon ein Spiel verloren. Ja, dann gucken wir mal, was ihr so macht. Ich habe leider keine Eiszeit. Das ist sehr, sehr schlecht. Okay, wir brauchen 30. Ja, dann sollten wir das mit den dreien hinkriegen, ne? Warte mal, 28. Sollte reichen nach meiner Rechnung. Ach! Ja, wenn ich kein dummes Stück Scheiße wäre vielleicht. Gut, dann verlieren wir halt jetzt noch einen mehr. So. Und beenden. Ich hätte sie natürlich auch einfach zerstören können damit, aber ich wollte es mir jetzt für die letzte Runde aufheben. Er hat im Endeffekt auch nur keine Karte mehr als wir. Problem ist, der wird ja wieder auf die Scheiße gehen, ne? So. Wir holen uns mal eben unser Katapult zurück. Ja, er holt sich nochmal 25 Leute. Oh ne, kein, okay. Ehre. Habe ich erwartet. Ich habe so erwartet, dass er das macht. Stricher, ey. Monster hat eigentlich immer noch hier Verbrennen mit dabei. Ja, okay, das ist auch nicht gut. Wir hätten eben noch einen mit Finte wieder zurück auf der Hand holen können, ne? Ja. Ich spiele echt nicht gut. Okay. Schön für dich, denke ich. Mhm, das ist irrelevant. Ich will nichts davon wiederholen, ne? Spielen wir nochmal die. Okay, er holt sich eine Karte wieder und hat damit gewonnen, richtig? Nein, er hat verloren. Okay, Ehre. Ja, komm, ich drücke die ganze Zeit Leertaste. Danke. Ehre gewonnen. Gut. Was mit dir? Was willst du? Du hast ja tolle Laune. Welche hättest du denn, wenn du deinen Sohn verloren hättest? Oh. Ich hab gefragt, was du willst. Dein Sohn, was ist ihm denn zugestoßen? Er ist ertrunken. Ein Finnwal hat sein Boot umgeworfen. War seine erste Reise in den Norden. Tut mir leid, das zu hören. Die See hat ihn verschlungen. Ich kann ihn nicht begraben. Er wird nicht mit seinen Ahnen tafeln. Ich begrabe das sowieso nicht, sondern schiebt aus dem Meer raus und zündet an. Ja, wir gucken, was er im Angebot hat und ob er uns mehr Geld gibt.
Nö, auch nicht, okay. Hat nichts Gutes im Angebot. Gut. Also klar, gute Waffen, ne, aber brauchen wir halt nicht. Spielen wir mal Karten mit dem. Ich würde sagen, ich nehme euch zum Ergebnis wieder. Bis gleich. Ja, gewonnen. Easy. Hat einen Augenblick länger gedauert, als ich gewollt habe, aber naja. Okay, wir waren hier oben. Ab nach unten, würde ich sagen, ne? Haben Kairan gewonnen. Ich muss sagen, Monster-Decks und Squirtle-Decks sind stressig. Weil die halt dauernd Karten ziehen. Ne, also die haben ja 80 Millionen Karten, dass ihre Karten noch mehr Karten ziehen. Und dann noch mehr Karten, 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 dann noch mehr Karten. Bisschen nervig, muss ich sagen. Bisschen nervig. Okay, wir sind, ja, nicht ganz an der südlichsten Spitze der Insel, die wäre da, aber was halt bei Kaer Morhen so geht. Ich würde sagen, wir reiten jetzt hier mal den Weg hoch und gucken, was da so geht. Und frühstücken die beiden Fragezeichen da oben noch ab. Wenn das gut klappt, machen wir das noch in diesem Part. Weil wir jetzt echt noch nicht so viel gemacht haben. Ich glaube, wir haben jetzt heute zweimal Gewinn gespielt oder so. Kann auch sein, dass es täuscht und wir schon relativ viel geschafft haben. Ah ne, ich wollte hier unten nochmal hin, ne? Genau, ich wollte unten nochmal hin. Gucken, ob da noch irgendwas ist. Aber man muss ganz ehrlich sagen, oftmals sind noch so Kleinigkeiten nebenbei. Ich habe eben auch noch was gefunden und mir markiert, als ich verkaufen war. Weil ich das nicht ohne euch machen wollte. Ist hier irgendwas? Hafen von Holmstein. Sieht mir nicht so aus, als ob hier irgendwas Besonderes wäre. Okay. Laufplätze. Warte mal, wohin will der mich denn gerade führen? Achso. Okay. Ja, ne, also hier ist nichts Besonderes mehr. Ich finde gut, dass sie überall ihre Kisten bauen. Aber irgendwie haben die auch alle was gegeneinander. Es ist nicht so, dass die alle zusammen... Da wollte ich nicht lang. Es ist ja nicht so, dass die alle zusammenarbeiten hier. Die haben ja trotzdem hier ihre Feindschaften, ganz normal. Und wollen sich gegenseitig ficken. Muss kurz gucken, wo ich lang muss. Ah, hoch. Nicht so schnell, Plätze. Ja, doch, schon sehr schnell einfach. Einfach so schnell, wie es geht. Nehme ich die ganz gerade Straße oder den Abweg, der hier irgendwo lang führt. So, wir gucken nochmal eben nach hier oben. Hier oben waren wir quasi schon, als wir den Ort der Macht da hinten geholt haben. Ich hoffe, dass man meinen Ventilator nicht hört. Da haben wir den Ort der Macht geholt, genau. Ja, von hier aus hätten wir den einfacher gefunden, muss ich zugeben. Gut. Da oben ist aber auch noch ein Dorf oder zwei, glaube ich sogar. Da reiten wir jetzt einfach einmal durch. Ich tippe mal, das ist einfach nur Schnellreisepunkte und vielleicht ein Ausrufezeichen, oder es gibt ja auch so Dinge, die nicht ein Ausrufezeichen sind, aber halt trotzdem was zu erkunden. Moment. Das sieht mir hier interessant aus. Ist es aber nicht, okay. Lustig. Dann mal wieder runter, würde ich sagen. Ja, Plätze, du brauchst nicht dem Weg folgen hier. Gaul hat nicht die allerbeste Navigation. Also eher so gar nicht. Also gut, klar, also Treppen hoch und runter ist ja eigentlich nichts, was man mit dem Gaul macht. Hallo, ich möchte springen, danke. Ja, hier haben wir einen Schnellreisepunkt gefunden, aber nichts anderes. Wir müssen hier... Nein. Mach langsam. Wir müssen hier lang, oder? Ja. Aber da waren wir schon. Ach, da haben wir das beschäftigt. Genau, da ist nämlich was ich mir noch angucken will. Dann würde ich sagen, halten wir nochmal eben da zu der Markierung, ne? Hier schneit's im Sumpf. Nice. Ich glaube, ich habe lange nicht gespeichert. Freddy hat jetzt angefangen nochmal Hexer zu spielen. Gutes Spiel. Verstehe ich, dass man das nochmal anfängt zu spielen. Es gibt wenig Spiele, die ich nochmal Bock hätte zu spielen. Sacred ist eins der wenigen. Aber ich glaube, Hexer wäre auch so ein Ding, was ich normal spielen würde. Bewachter Schatz. Ja, komm her, du Scheißvieh.
scheiß viel. Da ist noch einer. Ne, ich wollte schon ihre Gedärme lupen, danke. Und dann gönnen wir uns den bewachten Schatz hier. Kurzer Brief. Mein guter Meister Sigvard, ich habe deinen Brief erhalten. Daher weiß ich nun von deinen zahlreichen Zweifeln hinsichtlich des Auftrags, den ich dir angeboten habe, und dass du überdies irrige Vorstellungen näher hast, was die Natur söldnerischer Tätigkeiten betrifft, was umso paradoxer erscheint, da du diese Profession selber ausübst. Junge, wie viel Kommas möchtest du den Einsatz machen? Lass mich dich daher informieren, dass Söldner nicht dafür bezahlt werden, Fragen zu stellen und Vorbehalte aufzulisten, sondern dafür eine bestimmte Aufgabe zu verstehen. Nein, zu versehen. Diese Aufgabe war in schlichten, unmissverständlichen Worten beschrieben. Du solltest eine Sirene fangen, lebendig, und mir bringen. Wenn du diese Aufgabe nicht erfüllst, bist du für mich nicht von Interesse. Wozu ich diese Sirene brauche und was ich mit ihr vorhabe, hat dich nicht zu interessieren. Wenn dir die Bedingungen nicht passen, werde ich gewiss jemanden finden, der mein Geld nicht ablehnt. Graf de Botton. Okay, ich kann mir das nicht angucken. Also gar nicht. Verbuggt? So, ich gehe mal eben weg und komme dann wieder. Oh, guck mal, da leuchtet was rot. Wie, was ist dies nur? Ne, kann ich mir trotzdem nicht angucken. Okay, schade. Gut. Ich würde sagen, ich lese nochmal eben ein Buch. Und danach ist Feierabend für heute. Aber wirklich nur eins. Das ist kein Buch. So. Die Chroniken von Redanien. Vridank der Elf. Auch wenn sein Beiname darauf schließen lässt, floss kein Tropfen Elfenblut in König Vidanks Adern. Er wurde wegen seiner außerordentlichen Schönheit und wegen seiner großen Bewunderung der Anseide Elf genannt. Seine scheinbar harmlose Faszination sollte schreckliche und weitreichende Folgen haben. König Vridank missachtete alle Gesetze und Bräuche und heiratete die Halbelfe Beatrix von Kuvir, die darüber hinaus von niederem Stand war. Die Frucht dieser bedauerlichen, kurzen und unstandesgemäßen, kann ich nicht aussprechen, war Falka, die später einen blutigen Aufstand gegen ihren eigenen Vater ins Rollen bringen sollte. Obwohl der Aufstand am Ende niedergeschlagen und Falka auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, werfen die Folgen der jungen den jungen Staat in ein jahrelanges Chaos zurück. Okay, wir haben noch 13 Sachen zu lesen, aber ich glaube, das hier sind Aufträge, oder? Ne, Gwint-Unterricht. Ich nehme Gwint-Schüler, nur persönlich. Ja, das habe ich gelesen. Genauso wie dit und dit und dit und dit und dit. Okay. Habe ich die jetzt gelesen, bitte? Ja, nice. Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns das Fragezeichen hier am See noch an. Ditte. Und reiten dann mal... Hier runter wollte ich eigentlich gerade sagen, aber hier waren wir scheinbar schon mal. Wusste ich gar nicht mehr. Ach doch, klar, da haben wir ja, da haben wir eine Quest gemacht. Ja, eventuell reiten wir mal da unten hin, aber ich glaube noch nicht. Vielleicht reite ich auch einfach da hoch irgendwo. Weil wir können auch eigentlich dahin zurück und dahin porten. Genau, das machen wir. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!